So, weiter geht's mit Ghost Weekend. Was machen wir denn heute? Habt ihr Bock? Story-Mission weitermachen? Weil, aber wir haben nicht mal, wir haben da nebenan recht wichtige Aufklärungsdaten. Die sind direkt hier unten. Mir ist das egal. Okay, machen wir das so. Mein Motorrad. Ich nehme das Motorrad. Das ist nämlich hier unten direkt das Dorf, weißt du? Ach, da kann man ja hier laufen quasi. Das sind 400 Meter, also wenn du das laufen, theoretisch ja. Ja. Aber wobei, dass er wahrscheinlich. Ja, ein Scharfschütze. Hier oben wegen der Drohne. Ja, 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 ja. Markus, das könntest du dein Einsatz sein, weil du bist ein Scharfschütze. Wenn ich ein Gewehr habe, das haben wir letztes Mal schon geklärt. Achso, stimmt, da war ja was. Ich guck mal gerade mich mal ein bisschen um, ob ich hier nicht irgendwie. Ich hab's Drohne. Also einen sehe ich. Zwei. Drei. Ich meine, es wäre ein Vierter noch unterwegs. Nee, ich komme nicht weiter ran zum Ende. Also nicht mehr. Gut, du hast etwas weiteren Reichweite. Weitere Reichweite als ich. Nee, das ist nur die. Ich sehe jetzt auch nur 5 oder 6, also mehr sind es scheinbar nicht. Also viel mehr dürfen es nicht sein. Ich kann es halt nicht versprechen, ne, ob es mehr sind oder weniger sind. Ich habe nämlich auch nicht viel gesehen. Ich würde da oben gerne den Scharfschützen schon mal ausschalten. Dann tu das, wenn du das auf die tu das, wenn du das auf die Reihe bekommst, ja? Dann, also wenn du da dran kommst, mal nicht. Ich kann, ja, ja, rankomme ich. Ich weiß noch nicht, ob die anderen das mitkriegen. Du hast einen Schalter vertraut, dann kannst du es schaffen eigentlich. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, der jetzt irgendwie groß gefährlich werden könnte. Soll ich es testen? Soll ich es riskieren? Sagt was? Versuch es. Ich halte mich raus. Ja, der bewegt sich gerade, das hat so keinen Wert. Weil der steht. Der steht eigentlich relativ ruhig, also du kannst den auf den Kopf verziehen. Nee, nee, der hat sich gerade bewegt. Okay. Ja, so ein bisschen. Geh mal ein bisschen, mal ein bisschen näher ran. Ja. Lass hier nämlich nichts riskieren. Kein Problem. Mir ist die Distanz zu groß, weil ich hätte 275 Meter, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, ich habe 140, das ist jetzt nicht das Problem, wenn er mal stehen bleiben wird. Ja, du bist mal wieder, ja. Der hat mich erwischt. Scheiße. Nee, alles gut. Ja, diesmal war, hey, diesmal habe ich es nicht verkackt. Nee, ich habe ihn vorher erwischt, also die anderen sind ruhig, alles gut. Alles klar. Aufpassen, wir haben einen Geschützturm. Kommst du theoretisch unten an? Okay, kommst du an das... Sabrina, kommst du an das Geschütz unten ran? Ohne Probleme? Weil jetzt ist eigentlich gerade, wenn ich so sehe, freie... Nee, ist es nicht. Da steht einer bei dem Geschütz. Ja, nee, dahinter steht noch einer. Da steht einer, aber... Da, wo das Ausrufezeichen jetzt wir ist, wir müssen halt nur aufpassen, weil da ist halt auch so ein Informant-Typ, ne? Und der haut... Das ist der Informant, der zwei Ausrufezeichen... Das ist der Informant. Ja, die Aufklärungsdaten sind drin, aber der liefert, glaube ich, noch zusätzliche Informationen, wenn wir den verhören. Wer ist in deiner Nähe von euch? Ich. Kannst du den irgendwie versuchen zu... dann... Alles gut, ich halte mich komplett zurück. Ich bin hier oben. Mir ist die Distanz zu groß und ich habe keinen Bock, nicht wieder... die Drohne. Da sollte auch keiner sein, da müsstest du rankommen. Ja, rein theoretisch ja. Jawohl, sehr Mann, gut. Mann, scheiße. Was? Oh, Mist. Hat er dich entdeckt, ich oder wollte, was? Ich wollte ihn eigentlich schnappen, aber er hat mir das Knick gebrochen. Ja, Mensch. Ich war jetzt... Na, der hat sich umgedreht und war dabei, mich zu entdecken. Und da wollte ich ihn schnell packen und habe aber anscheinend wahrscheinlich das Falsche gedrückt. Okay. Ja. Das ging jetzt zu schnell. Na, ist gut. Passiert. Ja. Kein Problem. Dann nehmen wir die anderen Daten und dann ist doch gut. Übrigens bin ich nächste Woche ein bisschen flexibler, was die Aufnahmezeiten betreffen, da ich jetzt erstmal Urlaub habe. Werden also nichts weiter ansteht. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie noch was ansteht. Ich auch nicht. Müssen wir gucken.
So. Also den Typen im Geschützturm, den könnte ich kriegen. Dann mach den. Der Tango ist hin. Aber da haben die anderen mitgekriegt, ne? Kann das sein? Wobei wir eigentlich relativ viel vorbereitet haben an Folgen. Ich meine, wir sollten 3-4 Folgen machen, bis das gehen. Tschüss. Ich an den Geschützturm, der sagt der. Lass mal bleiben, du. Okay. Ich hab den am Geschütz schon. Du hast den schon? Ich bin direkt dahinter. Ja, warte. Aber ich glaube, da kommt ein Auto auf uns zu. Kann das sein? Da kommen zwei Autos. Da kommt nicht nur ein Auto. Einer kommt hier bei mir. Der steht jetzt irgendwo dabei. Links, ja. Bei mir. Ja, ich kann leider von dem. Es ist eh egal, ne? Ja, bin gleich tot, ja. Scheiße. Säcke, die Blöden, ey. Scheiße, jetzt haben sie mich auch entdeckt. Ich muss mal hier gerade ein bisschen aus meiner Ecke raus. Ach, da unten sind auch noch welche. Wie läuft die denn nicht? Achtung. Ja, ganz recht, deswegen bin ich da weg aus der Ecke. Weil da saß ich nämlich auch. Granate. Weißt du? Einer weniger. Hab ich. Granate, friss das mal da. Keine Granate. Und der zweite, einen der. Hab ich. Ja, der zweite war Gemeinschaftsarbeit, weil der erste Schuss kam von mir. So, dann. Hab mal einen damit, ne? Ja, da hinten steht aber irgendwo auch noch einer drin. Das ist aber nichts rot. Ja doch, ich sehe da noch einen. Okay. Oder ist das, oder. Ach nee, das war jetzt auf der Karte so doof, also so komisch aus. Das ist das Geschütz. Ja, das hat man eben auch. Na, warte mal. Da muss ich so noch nehmen. Wieso kann ich keine? Okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? So genau, die auf. Sehr gut. Finden Sie das Gefängnis? Wenn die Gefangenen so wichtig sind, dann wissen Sie vielleicht etwas über die Vermissten. Hm? So. So. Markus fährt. Wunderbar. Das kann nicht gut werden. Ah, warte, ich markiere euch was. Wenn wir gerade bei den Aufklärungsdaten sind, wir können entweder die Aufklärungsdaten machen oder die. Weil das ist jetzt Jacke wie Hose. Andere Leute, Kev. Dann machen wir die. Machen wir die, die näher sind. Dann sind das die markiert. Ich hab schon. So, seien da alle drin? Ja. Ja. Also Montag und Dienstag bin ich auf jeden Fall noch flexibel, da darf ich noch nicht arbeiten, ab Mittwoch darf ich wieder arbeiten. Markus, wie sieht es bei dir aus, beziehungsweise bei den anderen beiden aus? Also ich habe nächste Woche Spätschicht. Okay. Ja, gut. Du, was mit dir, Yvonne? Ich bin frei. Wir können ja rein theoretisch, wenn der Markus noch Bock hat, am Montag, nachdem, wenn er bei der Arbeit kommt, weitermachen. Wollt ihr euch wirklich noch 0 Uhr hinsetzen? Ne? Ja, kommt drauf an. Mir ist es egal, wie gesagt. Wenn die anderen noch kommen. Schatzi, Montag 0 Uhr? Das schaffe ich nicht. Ja, okay. Eigentlich haben wir jetzt überlegen, wann Montag 0 Uhr rankommen. Weil wir sind, ich habe jetzt Mitternacht. Okay, eher nicht so. Also, ich krieg gerade einen Vogel gezeigt. Ja, müssen wir mal gucken. So, wir sind hier. Ich bin extra ein bisschen weiter vorne angehalten. Mhm. Wir können ja, oder wie sieht das nach? Ja gut, können wir da klären. Vielleicht Sonntag oder so als Vorschlag. Aber gucken wir mal. Klären wir dann einfach mal in Ruhe. Ich so. Schicke eine Drohne. Also auf jeden Fall auf dem Turm links oben müsste einer stehen. Oder zumindest in der Nähe müsste einer stehen. Da ist eine montierte Waffe. Ich habe zumindest keinen gesehen an dem Geschütz. Doch, da unten ist der. Also ich habe Geschütz selber, aber hier unten vor der hier vorm Gelände. Ja, das ist das Rote. Genau da. Ja, ach, das noch. Es sind ein paar.
Den kapern wir für die Rebellen. Die können sicher was damit anfangen. Und ich vermute mal, ja, dass da wahrscheinlich irgendwie ein Mörser stehen wird. Auf jeden Fall ist da wieder so ein wichtiger Personensymbol, so ein Kreis mit zwei Strichen drüber. Das ist kein Kreis mit zwei Strichen, das ist ein Ausrufezeichen. Nein, ich rede, da ist wirklich an dem Gebäude, ja, wo auch der Typ mit dem Ausrufezeichen reingeht, auch so ein Kreis mit zwei Strichen drüber. Da hatten wir schon mal. Ja, das ist, glaube ich, so ein, Ach, das, ja, ein Hauptmann. Ja, Offizier oder sowas. Die zwei Geschütze. Aber sehen tue ich jetzt. Also da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele mit diesen, hier, wie heißt das? Schildsymbol. Ja, was gepanzert ist. Ganz rechts, wo auch das Signalhorn ist, da sind so zwei mit so einem Schild. Ja, ja. Wie heißt denn diese Waffe nochmal? Meinst du, ich komme da gerade drauf. Mir liegt es gerade auf der Zunge. Die Gatling Gun oder was? Meinst du solche Juggernauts, meinst du die? Die, ja, Minigun. Die Minigun-Dinger da, genau. Ja, Juggernauts. Also ich kenne das aus GTA 5, da heißt es Minigun. Ist eine Gatling, ja. Aber die, ja, und die sind auch schwer gepanzert, sagen wir so. Ja, ja, die haben aber auch mal eben im Magazin ihre 1000 Schuss, ne? Die machen ja... Das geht ganz schnell, bis du da mal ohne Panzerung irgendwie down bist. Also wir sollten natürlich aufpassen. Ja, die ja, auch ich. Zuerst ausschalten. Vielleicht. Die Frage ist, mit was? Haben wir panzerbrechende Munition? Also. Die musst du nur auf den Kopf treffen, dann. Ja, aber das Problem ist, da sind gleich zwei nebeneinander. Ja, ja, im Prinzip sind drei, ne? Auf dem Turm ist ja auch noch einer, die müssten wir alle gleichzeitig ausschalten, ne? Also das, die Typen, die gibt es auch in Far Cry zum Beispiel und da schießt du sie quasi mit einer panzerbrechenden Munition weg. Dann sind die eigentlich mit relativ, je nachdem mit welcher Waffe sind die. Und hinten ist nämlich auch noch einer von diesen Typen. Ja, ich schleiche mich hier, ich liege gerade komplett in der Gegend. Nach 15 Tagen. Ja, auch jeden so einer Masse. 15. Ich bin mal ein bisschen weiter ran hier. Mit der Drohne. Das ist die montierte Waffe. Das ist auf jeden Fall nicht ganz ohne, was wir da gerade abhaben. Hits it. Da sind noch ganz viele unentdeckt. Da ist noch 20? Eine What the fuck, Alter? Was haben wir hier? Du wolltest hier hinten. Ja, alles gut. Ich mag da diese Herausforderung, aber wir können jetzt erstmal nicht viel tun gerade. So. Ich muss jetzt erstmal meine Drohne aufladen nochmal. Also die beiden hier hinten, wo ich gerade bin, hier, die haben auch so ein Häuschen. So ein Wächterhäuschen. Ja. Okay. Also hier oben der Typ, der steht an der Minigun, den konnte ich jetzt von hier gerade kriegen in dem Turm, ne? Ich bin da genau dran, 40 Meter. Ach, versuch doch mal. Mach. Warte, eben auf dem Kopf, Moment. Den habe ich schon mal. Gut. Da oben ist auch noch einer am Turm. Soll ich den wegmachen? Wenn du drankommst. Wenn du unentdeckt drankommst, ja. Hab ich. Sehr geil. Die Drohne fliegt. Also wenn ihr meint, ihr schafft irgendwas ziemlich direkt, dann ja, gerne. Da ist wieder so eine Tür zum Öffnen. Ja, die habe ich gerade entdeckt. Okay. Ich hab schon einer den Generator gesehen. Ich schleiche weiter ganz außen rum herum und gucke mal, ob ich ihn finde. Da schleicht auf jeden Fall was an der Straße. Da hinten ist der Generator. Ja, ich sehe ihn auch. An dem hinteren Turm. Ah, da, ja, ja. Ich kann mich ja mal versuchen hinzuschleichen. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja gut, dann warte ich mal, bis ich irgendwas mache. Weil dann sind mir schon mal die... die Lautsprechertürme aus, auf jeden Fall. Mhm. Muss halt nur gucken, dass ich irgendwie jetzt hier unentdeckten Weg reinfinde. Darf ich mir den vorne vor der Mauer holen, der 37 Meter Typ? Das wollte jetzt in den blauen. Und die passieren auf jeden Fall komische Sachen. Hier werden einfach hier Zivilisten überfahren. Mhm. Ist er denn alleine da, der Typ bei dir? Ja. Ich warte gerade, ob der vielleicht irgendwie stehen bleibt.
tot. Batterie leer. Positiv, Markus, da steht auch einer, ne? Ich versuche mal von hinten ein bisschen ranzukommen, aber da stehen auch so viele am Heli. Hier hinten ist der Heli, wo ich jetzt bin. Ja, genau, da in die Richtung bin ich auch gerade von der Seite ein bisschen unterwegs. Ich krabbel mich mal weiter vor und versuche unentdeckt zu bleiben. Ja, da bin ich auch ein bisschen am Fahrer, bleiben Sie unentdeckt. Mach die Robbe! Mach die Robbe! Ja, ich lege mich mal hier oben auf so einen Felsvorsprung. Vielleicht kriege ich von hier ein paar weg. Na, aber ich komme auch nicht da. Ich komme hier nicht rein. Also ich komme nicht von der anderen Seite rein hier. Ich müsste an dem Heli vorbei, um zu dem Generator zu kommen. Das wird so nichts. Also ich gehe mal wieder zurück. Ich muss mal, wo war denn nochmal der? Ah, du bist ja auf der Rückseite, ne? Die gepanzerten kriege ich nicht mit der normalen MG, vergiss es. Ja, ist auch alles schwer eingezäunt hier mit Stacheldraht und allem drum und dran. Ja, es ist auch ein Gefängnis, ne? Mal so abgesehen davon. Oder eine Ecke kann man drüber. Ja, warte, ich habe hier gerade auch so eine Stelle gefunden. Ich gucke mal, ob ich hier drüber klettern kann. Also drei mit Schild auf jeden Fall. Hier bei uns, bei mir im Hauptgebäude. Aber ich, wie gesagt, traue mich hier nicht, irgendwie was zu machen gerade. Ja, es sind ja mindestens 6 oder 7 mit Schild, ne? Okay, sind doch so viele. Ja, warte mal. Ah, dahin, stimmt, dahin. 3, ja, 5 sehe ich. Eine Leiche, die ist weit weg. Der eine, der mit dem Schild steht hier rum, aber ich kriege den nicht, glaube ich, nicht. Hey, vergiss es nicht mit dem normalen MG. Oder kriege ich den mit dem Kopfschuss? Mit meinem ich bin drin. Mach keinen Scheiß, Markus. Dann versuch du erstmal dein Glück. Und dann können wir ja immer noch stürmen, wenn es in die Hose geht. Versuche mich hier von hinten nochmal ein bisschen reinzuschleifen. Also der Gepanzerte, der steht von mir 60 Meter weg und steht, wie gesagt. Aber ich... Komme ich dann mit dem MG durch? Mit einem Schuss? Mach erstmal noch nicht. Nein, nein, alles gut. Ich halte mich zurück. Diesmal ja. Das ist mir dann doch irgendwo zu heiß. Bevor wir wieder irgendwelche Unidad-Leute an der Backe haben. Jetzt. Okay. Wagen mit montierter Waffe. Generator ist aus. Super. Kannst Tor du, ist. Vielleicht kommst du auf den Turm, dann kannst du ans Geschütz. Tor ist offen. Ich? Ja. Ja, könnte ich reinkommen. Mach, wenn du schaffst. Versuch doch mal. Also du kannst ja direkt wegsieben. Aber pass auf, Markus, bei dir ist irgendwas in der Nähe mit gepanzerten. Ja, alles gut. Ich mach ganz langsam hier. Ich robbe hier wirklich durch die Gegend. Auf allen Vieren. Ich könnte von hier versuchen, in den anderen Geschützturm auf der anderen Seite zu kommen. Da ist nämlich auch keiner drin. Ich versuche mich da mal hinzurobben. Upsi, ich verschwinde mal mit meiner Drohne. Gut, hier oben ist auch keiner. Also ich bin jetzt hier oben in einem Turm und hätte hier Zugang zu einem MG. Ja, ich bin gerade auch auf dem Weg. Ihr müsst mir nur Bescheid sagen und dann lege ich los. Ja. Ich habe halt nur Angst, dass dann der Helikopter sofort wegfliegt, weil da wieder 4 Leute drumherum stehen. Jetzt habe ich hier einen. Jetzt ist der hier gerade rein. Ich müsste ja einen platt machen. Mach, wenn du schaffst. Ich weiß nicht, ob es hinhaut. Das Problem. Den einen gepanzerten kriege ich nicht weg da vorne, den ersten. Weil direkt dahinter steht der nächste. Wenn ich einen wegschieße, dann ist der andere alarmiert. Ich versuch's ja, ich riskier's jetzt, ja? Ja. Hat natürlich nicht geklappt, oder? Doch, Gegner getötet, doch, hier ist auch unten. Ja, doch, alles noch gut. Alles noch sauber hier, alles noch chillig. Ich warte mal kurz. Ich gehe mal ein bisschen was in die... den Hinterhalt. Mich hat auch noch keiner bemerkt hier drin. Das ist gut. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem anderen Turm. Ich könnte hier sind Gefangene, die könnte ich noch eben freilassen, vielleicht können die helfen. Ja, mach das. Du schaffst, ja. Klar, warum nicht? Bisschen Unterstützung.
Mir ist gerade keiner. So. Oh, ich bin gerade auf dem Weg in einen anderen Turm. Ich ja, sehe es. Wenn wir die Türme da hinten, also der letzte ganz hinten in der Ecke, der ist, glaube ich, auch ziemlich unbesetzt. Also der quasi rechts. Das war eine scheiß Idee, die Gefangenen freizulassen. Die war dann nämlich gerade los. Scheiße. Der Informant rennt auch gerade weg. Darf ich ihn töten? Tango getroffen. Der ist weg. Scheinbar. Dann geht Eva. Ich muss erstmal kurz in Deckung gehen, ich habe Schaden genommen. Okay. Eingepanzerten ist schon mal weg. Ja, den eingepanzerten hier, den krieg ich nicht, ist das Problem. Siehst du, Eli fliegt weg, wusste ich doch. Warte, kriegst du den hier zweite gepanzerte auch weg? Mist. Nee, die gepanzerten sind hoch in meinen Turm gekommen und haben mich erledigt. Hier kommt nämlich gerade auch einer. Ich dachte, den kriegst du vielleicht. Da ist der tot. Ein MG links oben ist weg. Ja, ich versuche mal so ein bisschen. Guck mal, ob ich halt zu dir runterkomme, Distant. Was? Das Problem ist, der ist nicht wendig genug, dieser Scheiß. Hab dich. Scheiße. Ich versuche jetzt mal irgendwie zu Markus zu kommen. Ja. Wer ist denn noch im Turm? Ich nicht mehr. Ich bin da raus, weil das Problem ist, das Geschützding da ist nicht ganz so wendig. Ich versuche jetzt mal zu dir zu kommen. Ich bin auch schon tot. Also ich habe den Respawn gerade. Ach so, okay, dann kann ich okay. Natürlich 10.000 Kilometer weg von der ganzen Szenerie. Also klar. Die mit der Minigun, die sind nicht wirklich gepanzert. Nur zur Info. Die konnte ich gerade ganz normal erledigen. Ja, ich habe auch schon zwei von denen weg. Dritte auch weg. Wo ist er hin? Komm her. Komm raus, du Sack. Haben wir's? Also, ist ziemlich klar. Nee, ist noch einer. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. So. Glaube. Das war's, ne? Die viel ist da nicht mehr, ne? Also, wir sind ziemlich safe hier drin. Also, den Helikopter haben wir verloren und den Informanten haben wir verloren. Ja, schade. Ja, Hauptsache wir haben die Daten. Hier sind noch ein paar. Jetzt kommt ein bisschen Nachschub. Das ist gut. Ah, hier. Ach, du hast schon gut. So, erstmal hier das mitnehmen. Du nimmst doch Munition. Hat eine Journalistin namens Lupe Vera die vermissten Fälle in San Mateo recherchiert. Sie hat genug Daten Staub aufgewirbelt, um auf der Liste des Kartells die nächste zu sein. Ich hacke mal den PC. Finden wir sie, bevor es die Sicarios tun. Nachschub markiert. Fokusrüstung. Warte mal, hier hinten ist doch noch irgendwas. Ist doch noch so ein Ausrufezeichen. Ja. Ah, hier. Ausrüstungskisten finden, Nachschubbefälle finden. Okay. Ja, ich habe Waffen für schalten Waffen und Zubehör frei, habe ich nochmal. Ne, Quatsch, keine Info. Ich bin noch dran. Waffenkiste nehme ich mit. Ja, da bin ich gerade auf. Wer braucht denn beim Hacken? 3 Punkt Laservisier habe ich. Das ist ein Betankungsplan für einen Versorgungsflug. So, nehmen wir jetzt aufgespürt. Von einer Piste in der Nähe. Wir könnten das Flugzeug selbst nehmen, bis zu einem Flugplatz fliegen und den Rebellen übergeben. So. Gut für die, gut für uns, schlecht fürs Kartell.
Yo, hier ist eine Waffenkiste. Dann haben wir soweit alles, ne? Wir haben es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gemacht letztendlich. Mal, hier ist noch irgendwas. Achso, du bist am Fotografieren schon, sehr gut. Aber das ist immer noch irgendwelche Blätter, ne? Habe ich schon. Okay, noch nicht. Ich muss jetzt holen. Sind die dann oben wahrscheinlich? Upp, wo bist du? Blätter? Hallo? Ach, da hinten. Da hinten sind die. Hier. Ja, soll das gewesen sein. Hier hinten steht auf einmal ein schönes Auto mit Geschütz oben drauf. Wo? Hier vorne. Okay, ich komme hin. Oh, sie wollen ab in den Kofferraum. Ich gehe aufs Geschütz. Ich glaube nicht. Da aber muss immer noch, glaube ich, ist da noch ein Feind noch? An dem MG, oben links? Ja, habe ich gerade auch gesehen, ja. Der ist das gleich nachgekommen. Ja. Naja. Ah,